Okay Leute, es geht weiter. Roxas, du hast es geschafft. Das Ende dieser Welt wird kommen, aber erst eines Tages. Kolafo hat versucht, den Untergang der Welt voranzutreiben. Nun ist er fort. Also kann diese Welt weiter bestehen. Und was für eine riesige Welt das ist. Lass uns all die anderen Länder besuchen, die es noch gibt. Kolafo hat das Gute dieser Welt niemals zur Kenntnis genommen. Wie dem auch sei, Roxas, mit dem Buch kannst du ein bisschen von der zukünftigen Welt sehen. Ich wette, du bist neugierig. Schauen wir mal nach. Oh, ich kann es kaum erwarten. Alles, was im Buch niedergeschrieben ist, steht, formt die neue Welt. Die nächste Welt, die wir sehen, wird alles enthalten, was du bisher erlebt hast. Also öffne das Buch. Ich will die neue Welt sehen. Ja. Ich habe bisher nichts. Also so wird meine neue Welt aussehen, oder wie? Finn? Okay. Okay. Wird gespeichert. Dankeschön, ich dachte schon. Viele Fortsetzungen, um nach dem Ende weiter in der Welt zu spielen. Oder geht zum Sonnige, öffnet die Buch der Prozess und berührt das Schildlösloch, um einen Blick auf die neue Welt zu werfen. Okay. Okay. Wir haben also wirklich das Spiel durch. Und wir können die neue Welt sehen. Fortsetzen. Hey Roxas, jetzt da du Kolafo besiegt hast, hast du die Zerstörung dieser Welt hinausgezögert. Jetzt hast du die Zeit, lass uns die Welt erkunden. Wenn du zum Sonnenhügel gehst, kannst du jederzeit ein Auge auf die neue Welt werfen. Schlage einfach die Schöpfungsportalseite auf und berühre die Schlüsselloch. Entspricht deinen Vorstellungen kein Bange, du kannst deine Angaben jederzeit ändern. Wenn du Informationen im Buch änderst, wird das Buch die neue Welt ändern. Schreibe deshalb so viele wie möglich in das Buch der Prüfung. Okay, such dir neue Freunde, such dir neue Orte an. Kämpfe noch einmal gegen die stärksten Gegner und steigere den Wert dieses Buches. Die Welt, die, so wie sie gefällt, könnte draußen auf dich warten. Viel Glück. Okay. Okay, das ist alles wieder normal. Super. Das auch. Reden. Okay, kaufen. Bietet, ja, ich weiß. Also, wir können jetzt zum Turnier gehen. Also, wo können wir eigentlich alles hin? Warte, was wollte ich denn alles machen? Ah ja, Fana wollte ich ja wieder beleben. Charaktere, Helden. Okay. Blumenbedeutung wollte ich auch noch haben. Und was ist das für eine Blume? Diashudi. Sie bedeutet Perfektion. Und weiter. Ah, diese Eierblume. Platzknolle. Zurückweisung. Habe ich noch eine? Ja, diese hier. Goldene Pflanze. Sie bedeutet eine glänzende Zukunft. Wer hätte es gedacht? Und Kaktus irgendwas. Lichtblitzgras. Sie bedeutet eine plötzliche Erleuchtung. Ah. Okay, ich hab nichts mehr. Ja. Wüstenblume. Was kann die? Ach so, das ist ja. Ah, ich verstehe. Das ist für Anfang und so. Okay. Was kann ich eigentlich noch alles machen? Was kann ich eigentlich noch in dieser neuen Welt machen? Das ist sehr interessant. Wo ist das Waisenreich eigentlich? Okay. Aber ich will zum Waisenreich. Oder Kolafo treffen oder irgendjemand anderen. Okay. Da wartest du auf mich, okay.
Okay, jetzt muss ich irgendwie die Seite öffnen mit Farnas, oder? Helden? Wie kann man das, wie kann man sie wiederbeleben? Wer macht fließt aus dem Buch der Prophezeiung? Ja. Und Boxer sah sich von der Seite lange an und hegte starke Gefühle für sie. Eine starke Kraft erfüllt das Buch der Prophezeiung. Gedanken formen sich zu Wünschen, Wünsche formen sich zu Gebeten. Ach so. Und aus Gebeten. Leb sie wieder. Echt. Roxas, was ist mit mir geschehen? Ich wurde in das Buch gezogen. Ich erinnere mich, dass ich die ganze Zeit bei dir war. Danke, dass du mich gerettet hast, Roxas. Freunde wie wir halten zusammen, wie Pech und Schwefel. Okay, ich habe sie jetzt gerettet. Super. Und wie komme ich jetzt zum Waisenreich? Das will ich immer noch wissen. Ich muss noch diese Turniere machen. Und bist jetzt glücklich? Warte, wo ist jetzt Fauna? Ah, da ist sie. Ja. Das Buch steigt wieder. Ich habe 10.000... Ah, mein Ziel ist 10.000 zu haben, oder wie? Das will ich schnell haben, okay. Blitzmeldung. Was? Millennium-Pokal der Entscheidung. Jetzt in der Arena. Okay, das will ich jetzt auch machen. Also, jetzt kommen die ganzen Turniere, die ich ja gesagt habe. Okay, los geht's. Okay, die haben einen Streit. Wie schön, dass du gekommen bist. Wir beginnen jetzt mit dem Goldpokal der Entscheidung. Willst du daran teilnehmen? Der Goldpokal wurde ins Leben gerufen, um den Gelbwerden der Blätter zu feiern. Und willst du es einmal versuchen? Ja. Richtig so, dann lass uns anfangen. Meine Damen und Herren, der Goldpokal der Entscheidung wird jetzt beginnen. Nun will ich unsere Teilnehmer vorstellen. Hallo, wie geht's? Ich bin Mr. Bean, der Held Hauchi. Jetzt bin ich an der Reihe zu brillieren. Waldhüter Rutrut. Ihr liebt meine glorreiche Stärke, meines Mundgeruchs. Die Meisterin des Goldes selbst, Frau Franziska. Ich werde das Gold ergattern. Und schließlich Roxas. Sind alle bereit? Beginnt die himmlische Abrechnung. Okay. Warte, ich hab das lange nicht mehr gespielt, okay. Okay, wo kommt das jetzt hin? Kommt das doch irgendwann mal zu mir? Ach du Scheiße, Rutrut hat das jetzt. Komm. Hallo, kommt das doch irgendwann mal zu mir? Du Spasti, was machst du Rakete auf mich? Boah, warte, wie kann man das eigentlich machen? Ah, Pech gehabt, du Spast. So. Super. Ich habe 2-2 jetzt. Komm. Ey, das habe ich gar nicht gemacht. Aber egal. Okay, ich habe nicht mal gedrückt und es ist alleine passiert. Super. Gewonnen. Meine Güte, und gewonnen hat Roxas. Wie immer, was für ein glorreicher Sieg. Fischflosse. Super. Schade, dass ich verloren habe. Eine weitere Runde Applaus für den Sieg von Roxas. Super. Und damit ist unser heutiger Wettkampf beendet. Bis zum nächsten Mal. Okay, das werden wir speichern. Und was ich noch sagen wollte, also, ich kann die neue Welt hier erschaffen,
Also, im nächsten Part werde ich mal alle Fragen vorlesen und ihr Zuschauer könnt dann entscheiden, was ich da alles reinsetzen soll. Also, ist eure Entscheidung, wie die neue Welt sein soll. Die ist ja für euch. Wie schön, dass du gekommen bist. Wir beginnen jetzt mit dem Diamantpokal der Entscheidung. Der Diamantpokal steht für unsere Hoffnung, dass unser Reich ewig ins Land erstrahlt. Der Bürgermeister Voran nimmt immer an diesem Turnier teil. Das heißt, dass du mit gegenübertreten wirst. Okay, und willst du es einmal versuchen? Ja. Ich werde dich jetzt so fertig machen, richtig so. Dann lass uns anfangen. Meine Damen und Herren, der Diamantpokal der Entscheidung wird jetzt beginnen. Und nun will ich unsere Teilnehmer vorstellen. Okay. Herr Romanio, Diamanten sind die besten Freunde eines Mannes. Das Medium der Stadt, Frau Nanai. Hihi, jetzt werdet ihr sehen, was sie wirklich kann. Und der Beschützer unserer Stadt selbst, ein Kämpfer mit Muskeln und Hörn. Bürgermeister Georg, ist klar, hahaha. Ich bin derjenige, der diesen Sport damals populär gemacht hat. Mit gegenüberzutreten bedeutet, Kaleidos gesamter Geschichte gegenüberzutreten. Gebt euer Bestes. Und schließlich Roxas. Sind alle bereit? Beginnt die himmlische Abrechnung. Ah ja, ich muss das stärkste Schwert ja noch machen, Genese. Ah, das muss ich auch noch machen, okay. Ey, ich werde auch den Ball bekommen. Ach du Scheiße. Komm. Ich glaube, das wird nicht so leicht sein wie davor. Ach Scheiße, zu spät, verdammte Scheiße. Komm. Ja, ein Punkt für mich, super. Komm, komm, komm. Ich kann auch diesen Scheiß-Wettkampf gewinnen. Scheiße, jetzt hat sie auch noch einen Punkt. Komm, mach einen Fehler, bitte. Scheiße, er hat gewonnen. Verfickte Scheiße nochmal. Ja, die Hände ist clear. Fick dich ins Knie. Meine Güte, Roxas, du hast leider verloren. Wieso gehst du jetzt auf mich los? Du darfst dich gut angestrengt, aber willst du es nochmal probieren? Ja. Wunderbar, möge die himmlische Abrechnung beginnen. Ich werde so lange weitermachen, bis ich gewonnen habe. So ist es bei mir. Bist du beknackt oder was? Dumme Schlampe. Ey, du bist... Ey, das ist jetzt ein Witz. Ja, so, gut so, gut so, gut so. Scheiße, jetzt hat sie auch noch einen Punkt. Gekommen, jetzt muss sie auch noch einen Punkt machen. Ey, das ist doch nicht euer Ernst, ihr verdammten... Halt die Fresse. Mann. Ich werde das jetzt weitermachen, Leute. Ich werde das weitermachen, solange bis ich das geschafft habe. Kann ich eigentlich meine Attacke aufladen? Das weiß ich gar nicht. Ah, ich kann das wirklich. Okay. Gut so, gut so, gut so. Vielleicht kann ich noch das hier gewinnen. Ah, Scheiße.
Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.